Hallo, ich bin der Sebastian vom Notebook-Journal. Ich habe euch hier das Mini-Notebook Samsung N110 mitgebracht und das zeige ich euch jetzt aus der Nähe. Das Samsung N110 Netbook, ein 10 Zoller, hat in unserem Test einen sehr gut bekommen. Warum? Wir haben es hier mit einem sehr kleinen, kompakten 10,1 Zoll Notebook zu tun, das mit einer Laufzeit von ca. 7 Stunden, also 400 Minuten aufwartet. Pluspunkt Nummer 1. Zum anderen ist das Chassis sehr steif und gut gebaut, so sehr wir uns es auch versuchen. Wir können es nicht verwinden. Der Deckel ist ziemlich fest. Die Oberseite kann man kaum eindrücken. Selbst die Unterseite gibt man an keiner Stelle nach. Der Akku sitzt fest. Und last but not least, die Tastatur gibt wirklich sehr gutes Feedback beim Schreiben. Sie nutzt die maximale Breite aus und die Tasten haben einen guten Hub. Das Touchpad ist zwar etwas klein geraten, hat aber trotzdem ein gutes Feedback und man kann den Mauszeiger immer schön zielgenau steuern. Manko des Gerätes, also es hat auch ein paar Minuspunkte bekommen, ist das Display. Wir messen hier eine brauchbare Helligkeit von 209 Candela, sogar 230 in der Mitte, aber zu den Seiten hin fällt die Helligkeit auf bis zu 175 Candela ab. Und das ist sogar bei hellen Hintergründen mit dem bloßen Auge zu erkennen. Die Kontraste sind auch nicht besonders gut, 180 zu 1 etwa. Was der Redaktion besonders gut am Samsung N110 gefallen hat, Lautstärke und Abwärme. Die Oberseite bleibt komplett kühl, höchstens 32 Grad, die Unterseite auch problemlos und es ist sehr leise. Das Fazit der Notebook-Journal-Redaktion zum Samsung N110. Es gehört mit 430 bis 450 Euro nicht zu den günstigsten Notebooks, aber dafür hat es seine Qualitäten, Verarbeitung, gute Eingabegeräte, brauchbares Display und eine tolle Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden. Wir können es nur empfehlen. Wer zu günstigeren Modellen greifen will, der sollte das tun und bei Asus oder auch bei den No-Name-Brands vorbeischauen. Den Testbericht zum Samsung N110 findet ihr bei notebookjournal.de auf der Webseite.